Hallo zusammen. Ich musste mit dem Taxi herfahren, weil wir bei meinem Wake-Up irgendwo meinen Schlüssel verlegt haben. Beziehungsweise ich glaube eher, irgendjemand hat den verlegt. Hundertprozentig habe ich den. Ach egal. Auf jeden Fall suchen wir den gleich. Jetzt geht's gleich zur Schauwaage. Ich fühle mich schon ein bisschen besser, habe schon ein bisschen geschlafen. Der Schlaf hat sehr, sehr gut. Bin noch nicht auf 100%, aber die werden kommen. Wir hatten eine harte Nacht. Wir hatten eine sehr harte Nacht. Wir haben kaum geschlafen. Also, wissen die Leute ja quasi noch nicht. Wissen sie es nicht? Nee. Dieses Video kommt vor dem großen Video. Ja, wir hatten eine sehr harte Nacht. Wir haben einen Wake-Up hinter uns, haben immer mal wieder so ein bisschen nur gedöst und sind alle sehr, sehr platt. Ich habe 7 Kilo Wasser gemacht und haben aber sehr professionell zusammengearbeitet, hat alles super funktioniert. Man merkt jetzt halt noch ein bisschen, aber das wird dann morgen auf 120% sein und jetzt geht's zur Show. Wie gewinnt Michael Smolik morgen diesen Kampf? Kann ich dir ganz genau sagen. Er wird angenommen durch den Becky und dann wird ich den Finish in den Zahn. Okay, große Worte, große Prediction. Morgen Abend gibt es dann die Antwort, die Auflösung. Michael Smolik gegen Nilsson Franca, Teil 2. So, Showwaage ist rum. War sehr interessant. Er sah auch ein bisschen platt aus, muss ich sagen. Aber auch fokussiert genauso wie ich und es wird ein geiler Fight morgen. Wie war dein Gefühl gerade bei den letzten Aufwärmrunden? Ich bin noch nicht bei 100%, muss ich ehrlich sagen. Ich schätze mich so auf 80 ungefähr gerade ein. Das ist aber normal. Ich habe ja kaum geschlafen und werde jetzt noch essen, werde mich schön ausruhen, werde schlafen 10, 11 Stunden. Und werde dann morgen bei 120% sein. Das ist völlig normal. Also gerade bei so einem Wake-Up auch noch. Ich kenne ja das Gefühl mittlerweile und ich hatte das Gefühl auch schon mal, dass ich am Freitag nicht so 100% on point war. Das ist aber normal. Deswegen, ich mache mir da gar keinen Stress, schlaf aus und bin morgen voller Fokus im Fight. Ich werde morgen auch gar nicht mit euch sprechen, zumindest nicht vor dem Fight, weil ich einfach im Tunnel bin. Ich habe auch zu meinem Kameramann gesagt, er soll mir bitte nicht auf den Sack gehen. Er geht mir eigentlich nie auf den Sack. Aber ich will einfach nicht da in die Kamera sprechen. Also ich will einfach Tunnelkampf und dann danach können wir über alles Mögliche sprechen, was ihr auch immer ihr wollt. Ja, wie ist die Stimmung? Gut, ich bin aufgeregt. Ach was? Ja. Es geht auch schon jetzt gleich los. Ja, ich weiß, so eine halbe Stunde ungefähr noch. Ja. Letztes Mal. Dann ist Showtime. Abschluss. Und
Indicate of the evening, we've been through the rules. 3 rounds, 5 minutes. You both know the rules. Listen to my command. Protect yourself at all times. Make it a good match. Check in if you want. Meine Damen und Herren, it's time to play! Thank you.
Ja, soll ich sagen, wie es ist, Sport, ne? Es gibt einen Gewinner, einen Verlierer. Ich weiß gar nicht, wie er mich getroffen hat. Wir haben jetzt gerade ein Video gesehen, da hat er mich irgendwie auf der Halsschlagader getroffen und dann irgendwie die linke oder so nach. Ich weiß es nicht mehr. Naja, ich weiß gar nichts mehr vom Kampf. Ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt heute. Ein bisschen schwach. Ich weiß nicht, ob es ein Wake-up war. Ich meine, ich habe 22 Kilo gemacht, aber will ich jetzt nicht als Ausrede nehmen. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Die Vorbereitung war auch gut, hat alles gepasst. Kein Plan. Also, es ist der Sport, es passiert halt manchmal. Lizon hat mich gut getroffen und ja, so wie immer, wieder ein bisschen davon erholen, aufstehen und weitermachen. McDonald's? Ich war schon so lange nicht mehr bei McDonald's. Ja, komm, McDonald's. Isst du bei McDonald's was? Ja, ich finde schon irgendwas, ja. Ja, dann gehen wir Mac. Hier ist gleich einer. Sollen wir laufen? Nein, nein. Wikingstraße 41. Ja, genau. Okay, dann kommen wir dahin. Das ist meine Welt in Ordnung. Oh. Okay. Mit so einer Frau kann man kein Verlierer sein. Was hast du gemacht? Boah, ist geil. Und schon ewig nicht mehr sowas gegessen hat. Egal wie eklig McDonald's aussehen mag, wenn man schon ewig nicht mehr gegessen hat, ist es trotzdem geil. Ein Trostpreis. Na, ich habe ja schon alles gesagt. Also im Kampfsport gibt es einen Verlierer und Gewinner. Nicht nur im Kampfsport, sondern in jedem Sport. Wenn ich so ein bisschen Revue passieren lasse, gar nicht so im Mut gefühlt. Also ich habe mich irgendwie... Ich weiß nicht, beim Warm-up war es gut, Walk-in war es nicht so. Und dann war ich im Cage. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dachte, boah, wie sieht der denn jetzt aus? Ich habe den nämlich gestern noch auf der Waage gesehen mit 87. Der sah aus wie ein anderer Mensch. Das weiß ich noch, dass es in meinem Kopf war. Und das ist schlecht. Also mein Kopf hat irgendwie nicht mitgespielt. Eigentlich bin ich ein sehr kopfstarker Kämpfer. Aber hat irgendwie diesmal nicht gepasst. Sollte halt nicht sein. Fehler analysieren. Bisschen zurückziehen. Und dann wieder Gas geben. Danke, dass ihr mit am Start wart und mich unterstützt habt. Ihr könnt mich auch gerne weiterhin unterstützen bei ISN mit dem Code SMOLIK. Da kriegt ihr immer die besten Rabatte. Danke an alle, die trotzdem hinter mir stehen. Ich mache weiter und haut rein. Das war's von mir.